can't even get to run. Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier im LS22. Und zwar schauen wir uns heute mal so tolle Sachen an, wie zum Beispiel, wo machen wir das am besten? Hier, im Giants Mod Hub gibt es für alle Plattformen, also PC und Konsole, folgende tolle Sache, die mir eigentlich recht gut gefällt. Hätte ich mir vielleicht ein bisschen anders vorgestellt, aber schaut mal hier, wir haben hier einen Bienenwagen. Ja, der ist optisch gar nicht so schlecht. Ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass es ein Fahrzeug wäre, den man dann mobil irgendwo hin und her fahren kann. Kannst du leider nicht. Aber man kann sich den hier wunderbar irgendwo am Feldrand hinstellen. Na, der hat schon ein bisschen Patina, ein bisschen Moos. Überall an den Seitenwänden angesetzt, finde ich jetzt ja nicht so schlecht. Na? So, den kannst du da hinbauen, den kannst du drehen, wie du möchtest. Und der funktioniert wie ein ganz normaler Bienenstock, den man so platzieren kann. Nur den kann man halt dann dementsprechend überall dahin bauen am Feldrand, wo man möchte. Man kann ihn schön einbetten, vielleicht doch auf dem Hof, auf irgendeine Ecke oder so, ne? Ist unter Umständen ein bisschen anschaulicher als so ein Bienenhäuschen, was da so rumsteht. Ne, ist eine coole Sache. So, da ist er. Wir können uns den dann nochmal genauer anschauen. Der kostet 26.000. Ja, ist ein Ticken was teurer wie der große Bienenstock. Der kostet übrigens 19.000. Aber wie gesagt, du hast halt hier quasi in Anführungsstrichen ein Anhänger, den du leider nicht ankuppeln kannst. Du kannst damit nicht durch die Weltgeschichte fahren. Das ist mega schade, aber ne, ich finde ihn trotzdem hübsch. Und das mal was anderes, was Neues, was Tolles. Ne? Die Bienen, die summen hier herum und ja. Also der ist nicht hässlich. Also mir gefällt er optisch halt. Und wie gesagt, ist halt mal was anderes zu den stationären Bienenstöcken. Wäre der mobil, man könnte den von A nach B fahren, wäre natürlich noch viel schöner, aber hey, ne? Dafür ist er trotzdem toll. Hat einen Bereich von 150 Meter, siehst du, steht da. Und du musst halt dafür auch wieder einen Paletten-Spawn-Punkt bereitstellen, wo denn die Honiggläser in Kisten auf Paletten spawnen können. Wie vorher auch, nur dass das hier quasi ein neuer Bienenstock ist. Ist eine coole Sache. So, wir schauen mal weiter, denn das gibt ja hier auf jeden Fall schon mal was Neues. Und zwar Smofinator Modding hat hier was ganz was Feines. So, ich muss gleich eine Warnung geben, momentan nur für PC. Kann sein, dass es im Mod-Hub eingereicht ist, ich weiß es nicht. Wir haben hier ein Krone Big ZX 550 GD. Und wie ihr unschwer sehen könnt, ist das ein Mähfahrzeug, was hinten gleich aufladen kann. Ist mega. Den Japet auch. Oh, im 17er hatte ich so ein Ding auch schon. Im 19er Japet sowas mit Räder. Der hier hat jetzt Kettenantrieb. Unter Umständen könnte ich mir vorstellen, dass da irgendwann nochmal was kommt mit Räder oder Konfiguriermöglichkeiten, weil momentan kannst du halt nur Kettenlaufwerke anbauen hier, also Bandlaufwerke. Ist aber okay. Ja, so, du kannst hier oben noch die Abdeckung aufmachen. Wir nehmen mal mit. Und Kapazitätenwahl. Also der hat so Standard 80.000 Liter, was schon echt nicht wenig ist. Dann können wir auf 160 erhöhen und nochmal auf 260 und wir können 510.000 machen oder 1.100.000. Ne, warte mal, was sind das? 1.010.000. Ah, das ist schon echt viel. Ja, je nachdem, was man braucht, was man möchte. Aber ich denke mal, hier mit den 80 ist man schon verdammt gut bedient, weil, ne, das Volumen ist schon echt kräftig. So, dann hast du noch Motorenvarianten, immer 850 PS, so. Dann haben wir 900 PS und wir können den Smofinator mit 1250 PS nehmen. Oder die 850. Wir nehmen mal den dicken. Wir kosten mal 5000 extra. Wir sind bei 124. Das ist für einen selbstfahrenden Mäher, der aufladen kann, echt wenig Geld. Na? Ist ein cooler Teil. Habe ich mich so ein bisschen gefreut, wo ich den gesehen habe. Und den schauen wir uns jetzt mal an. Und da steht der Kasten. Ja, guck mal. Das sieht aus, als wäre das einfach nur dieses Bandlaufwerk, was hier gestreckt ist, zusammengedrungen, ne? Weil das Loch von der Achse vorne ist leicht oval und nicht rund. Also das ist, ne, in der Form einfach nur ein bisschen verzerrt, aber
Na gut, guck mal, wenn du damit über ein Feld fährst, da kann man drüber hinwegsehen. Texturtechnisch? Ja. Hat original schon eine Schmutztextur? Könnte unter Umständen vielleicht sogar konvertiert sein. Ich weiß es nicht genau. Ne, weil hier an den Kotflügeln. Ja. Ne? Ist auf jeden Fall okay. Also, das Ding funktioniert. Ich habe ihn schon mal ausprobiert eben gerade. Da gibt es nichts zu meckern. Der hinten soll noch ein Zugmaul dran. Man kann da was ankumpeln. Das ist mega schön. Ne, sonst ist es ein ganz normaler, wie so ein Silagewagen halt. Ne, hinten mit Schubboden, klappt auf, kannst du abladen. Ein Bein frei. So. Ein paar Manometeranzeigen haben wir noch, Kotflügellampen, ein paar Tanks, Radläufe. Na? So, steigen wir mal ein, schauen wir mal im Innenraum. Wir starten mal der Gerät. Wenn wir Licht einschalten, haben wir hier oben so ja Anzeigen für Zusatzscheinwerfer, Beleuchtung, ne? Alles da. Wir haben eine Hupe. Das Lenkrad lenkt. Aber von der Hebelei passiert hier nichts. Ist ja auch nicht schlimm, weil man guckt eh geradeaus. Da sind die Hebel recht unwichtig, je nachdem. So, wir haben hier Beleuchtung. Warte mal, wir schalten mal durch. Wir haben vorne. Wobei, hier geht gleich alles an, ne? Hinten auf dem kompletten Aufbau. Vorne die am Schneidwerk. Dann die an der Kabine. Dann haben wir die Zusatzscheinwerfer oben am Dach von der Kabine. Und dann haben wir hinten nochmal Scheinwerfer dran. Auf jeden Fall strahlen die nach hinten. Ach, die sind da unten dran. Alles klar. Und aus. Wenn wir Motor starten. Lenken tut da vorne, ne? Ist jetzt kein Knicklenker, wie ich da gerade sehe. Ja, vielleicht wird er nochmal irgendwann überarbeitet. Aber so für die Arbeit, die er verrichtet, ist er auf jeden Fall funktional und akzeptabel. Die Dings hier, na, sag schon mal. Die Bandlaufwerke, die rollen und drehen auch einwandfrei. Ja, kannst du absenken. Und das wäre quasi die Arbeitsstellung. Hat original getönte Scheiben, die man nicht verändern kann. Wir können mal das Fenster hier öffnen. Abdeckung öffnen. Geht mit Taste N oder mit Pfeiltaste nach links. Na, und dann klappt da halt die Gitternetze hoch. So, wollen wir mal eine Runde mähen? Kommen wir hier mal eine Runde mähen. Dann fahren wir hier das Schneidwerk nochmal hoch. Wenn ihr auf die Geschwindigkeiten schaut, guck mal, das Ding fährt 153 km/h. Der ist echt flink, der gute Freund hier. So, wir können das runterlassen und aktivieren. Der hat auch eine relativ hohe Arbeitsgeschwindigkeit. Na? Siehst du, und jetzt wird hier fein säuberlich. Also die Grasschwarte, die hier liegen, die habe ich vorher schon mal gemäht irgendwann. Und dann wird hier gemäht. Ich glaube, 55 km/h ist maximale Arbeitsgeschwindigkeit. Ja, bei 55 hat er seine Grenze erreicht. Das ist echt schnell. Ne, der packt jetzt hier hinten alles rein. Wie so ein Ladewagen halt. Und das Schöne ist, der lässt nicht stehen. Wenn ihr schöne enge Lenkradien fahrt, guck mal, er sammelt alles ein, was er kriegt. Da bleibt nichts liegen. Der arbeitet recht ordentlich. Also, ne, Lenkradius hat er, ist halt ein langes Vehikel, aber geht. So. Der ist mega, gerade für Randgrasmähen oder sowas. Wenn du einfach Futter mähst mit einer Wiese, du brauchst es nicht nochmal extra aufladen, weil du bist beim Mähen und hast sie gleich an Bord. Ist eigentlich nicht schlecht. Für Silo vollmachen, Fermentiersilo oder sowas, ne? Du kannst hier deine. Das ist wie ein großer Rasenmäher mit einem riesen Korb hinten dran eigentlich. Echt praktisch. Du kannst dich schön mähen, ne? Hast du alles bei. Guck mal, wir haben 13.000 Liter drin und da ist noch Luft nach oben. So, das ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Gerät. Abladen jedoch sehr schnell. Funktioniert ganz normal, ne? Warte mal, so, du kannst beim Motor außer die Klappen schließen. Na, dann geht das hier zu. Schön. Also Mähfelder ist eine tolle Sache. Werde ich wahrscheinlich vielleicht auch mal benutzen, werden wir sehen. Auf jeden Fall muss ich nochmal dazu sagen, den gibt es gerade nicht für Konsole, nur für PC. Ich habe den von Modhub.us, schreibe ich euch natürlich wieder in die Videobeschreibung. Kennt ihr ja, wisst ihr ja. Und ihr müsst damit leben, dass der hier ein eigenes Icon bei den Fahrzeugen hat. Wer XML-Datei, Schreiberei bewandert ist, kann sich das natürlich wieder basic unter Mähtechnik legen, dass der hier mit auftaucht, ne? Aber ladet den runter, packt den in den Mod-Ordner, dann hat er hier seine eigene Kategorie. Ist ja auch nicht schlimm. So. Wir gucken weiter, denn bei den LKWs gibt es auch wieder was Neues, was anderes, was Schönes, und zwar den Diamond Rio.
recht günstig. Der kostet so, wie er hier steht, 23.000. Das geht vollkommen klar. So, wir können ja nicht so viel verändern. Und zwar haben wir hinten die Möglichkeit, die Kotflügel in Wagenfarbe, in Mattschwarz, in. Was sind das hier? Achso, gibt es vier verschiedene Farben. Alles klar. Und Chrom. Na, wir machen mal in Mattschwarz. Dann können wir noch eine Sonnenblende anbauen. So eine grün-durchsichtige. Eine verchromte. Oder so eine leichte Bodycolor. Ist das wahrscheinlich, was man noch ändern kann? Wir machen mal die verchromte ran. So, dann haben wir noch die Möglichkeit, die Felgen zu verändern. Guck mal, die Felgen haben so ein ganz, ganz dunkles Grün-Metallic drauf. Da können wir hinten immer weiße. Das sollen jetzt Stahlfelgen sein. Alcoa sind eigentlich Alufelgen. Ja, hier haben wir diese Tripol- oder Triple-Felgen, wie sie heißen, diese drei Teilchen. Oder wir haben hier verchromte Alufelgen. Da wird wahrscheinlich die Felgenfarbe hier eine Rolle spielen. Das ist nämlich, na, alles so im Metallic-Ton gehalten. Hier sind auch viele Farbtöne bei. Durch diesen Chromeffekt vielleicht manchmal ein bisschen schwierig, aber ne? So, das ist doch eigentlich annehmlich für die Felgen. Wir lassen das mal so. Wie gesagt, du kannst hier nicht viel verändern. Der kostet auch echt nicht viel, hat aber 350 PS. Das geht schon. So, und Body Color, da haben wir hier bei der ersten Variante mit diesen schönen Streifen auf der Kabine, die verschwinden bei den anderen Farben leider. Aber hey, na? So, guck, da. Noch sehr, sehr kräftige Farben dabei. Du hast hier auch wieder ein paar Metallic-Töne. Oh, sehr viele dunkle Farbtöne. Aber vom Detail gerade hier von außen, von der Kabine, da, ne? Kann man auf jeden Fall mitgehen. Ja, ich denke mal, hier wird wahrscheinlich auch für den einen oder anderen auf jeden Fall was dabei sein. Mir hat eigentlich. Warte mal, wo war denn das? Das hier hat mir eigentlich gut gefallen. Wir nehmen mal das. Ne, guck mal, der kostet durchlackiert mit Anbauteile und Veränderungen. Kein Aufpreis, immer noch 23.000. Wir nehmen uns den und schauen uns den mal an. So, da steht das gute Stück. Ja, wie gesagt, Kabinen, Detailgrad, selbst Chrom an den Griffen und überall am Handlauf, Auspufftank, geht vollkommen klar. Also hier kannst du echt nicht meckern. Man erkennt sogar, dass sie Glasscheiben sein sollen, die Stoßstange vorne, ne? Typisches Chromblech, dick und nisch dahinter. Kühlergrill. Ja, also eigentlich ein einfaches Modell. Hat so ein bisschen weit Rahmen, hier so ein bisschen Blattfedern an der Vorderachse kann man erkennen. Einen schönen Tank. Hier, Filter. Auspuffanlage mit Luftansaug. Alles verchromt, mega schön. Der Rahmen hat so ein paar Bolzen dran. Halter für Kotflügel. Rücklichtleiste, ne, Sattelplatte. Hier, Kardanwelle ist da. Eigentlich ein solides, stabiles Modell mit Scheinwerfer dran. So, wir schauen mal in den Innenraum. Hier wird es leider nicht so schön. Wenn wir starten. Ja, ne? Wisst ihr Bescheid? Bettzeug müsst ihr mitbringen. Die Tachoanzeigen gehen nicht und die Lenkwelle ist auch leicht ausgeschlagen, wie es hier aussieht. Die Spiegel funktionieren, die gucken aber ganz weit zur Seite. Ne? Ja, gut. Hier bewegt sich auch keine Pedalerie, also. Ne, die Pedale sind alle steif. Die Anzeigen sind leider auch nicht animiert. Aber von außen auf jeden Fall in Ordnung. Der Teil gefällt mir. So, wir haben hier Licht. Dann nehmen die Positionslampen alle mit an. Dann haben wir Fernlicht, Rückfahrscheinwerfer, alles da. Blinker. Und machen wir vorne auch nochmal, ne? Immer da und immer da. Wir haben eine ganz normale Hupe. Und dann geht die Sache los. Motorklang ist ein bisschen knisterig. Klingt bald wie so ein alter Zweitakter. Aber gefällt mir. Fährt 125 km/h. Und du kannst hier auch vernünftig einen Anhänger mal ranhängen. Ne? Warte mal, zeig mal die Vorderachse bei einschlagenden Rädern. Da will ich mal sehen. Auch Ackschenkel sind alle gut gemacht mit Lenkstange, ne? Das ist auf jeden Fall akzeptabel. Haben wir schon deutlich, deutlich schlechter gesehen. Also da kannst du nicht meckern. Gefällt mir. Ist ein toller Teil. Den gibt es allerdings auch momentan nur
für PC und nicht im Giants Mod Hub, wo ihr das alles wieder findet, wie das heißt, ne? Videobeschreibung. Kennt ihr ja, wisst ihr ja. Das war's, Leute. Ich glaube, die drei Sachen könnten mir auch gefallen. Der LKW, der ist auf jeden Fall mal was anderes als die normalen Hauber, ne? Da hinten der Grasmäher, das ist was ganz was Feines. Und der Bienenwagen, der da hinten steht, na, eine Abwechslung zum normalen Bienenstock, ne? So. Mehr gibt es ja nicht zu erzählen. Ich bin gespannt, was es demnächst so neu gibt. Die ganze Mod-Geschichte, die ist ja quasi am Explodieren. Da kommen ja jeden Tag neue, tolle, neue Sachen. Der Hammer. Ne? Also, bis zum nächsten Mal. Macht keinen Quatsch. Wenn ihr hauen.